freue mich nun, unsere Bundessprecherin Alice Weidel im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ja jetzt für Sie heute wirklich ein wahrer Interview-Marathon. Das geht schon seit Stunden so, dass Sie hier hin und her laufen und unermüdlich Interviews geben. Ich hoffe, das Interview beim Haussender, sage ich jetzt mal, ist die Erlösung für heute. Ja, absolut. Also ich fühle mich wohl, fühle mich auch gut. Und diese Hin- und Herrennerei und so Interview-Marathon, das gehört einfach mit zu meinem Job, ne? Also, ja, ich bin's gewohnt. Aber macht mir auch Spaß irgendwie. Ja, Sprecher kommen von Sprechen, ne? Ja, irgendwie schon. Das macht mir auch Spaß, ja. Ja. Der erste Parteitagstag, sage ich mal, hat sich heute jetzt eigentlich schon dem Ende genähert. Das meiste ist rum und wir sind in der Tagesordnung vorangeschritten. Was ist Ihr Resümee zum Auftakt jetzt? Ja, also ich bin natürlich begeistert. Also begeistert darüber, dass wir den ersten Parteitag ziemlich gut mal durchbekommen haben. Wir hatten jetzt ja nur einen Tag und das wurde jetzt hier mit einer Stringenz und Disziplin absolviert, auf die ich wirklich stolz bin. Dann inhaltlicher Natur, es ist ja auch bekannt, dass der Beitritt zur Idee-Partei. Vielleicht zum Hintergrund, wir als AfD sind Mitglied im Europaparlament der ID-Fraktion. Was noch ausstehend war und worüber sich eigentlich unsere Partner gewundert hatten, schon über Jahre hinweg, das wurde mir in Straßburg so mitgeteilt. Ich bin dieses Jahr nach Straßburg gefahren in meiner Funktion als Bundessprecherin, um einfach mal mit allen zu reden, um auch eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, was so der Stand unserer Partei dort ist. Und wie die Sondierungsgespräche auch für nächstes Jahr laufen. Und da habe ich mit Verwunderung festgestellt, dass eigentlich der Eintritt in die ID-Partei jahrelang bei uns nicht aufgegriffen wurde. Und es war mir ein Herzensanliegen, auch gegenüber unseren ausländischen Partnern, dass wir das hier heute beschlossen haben. Und darauf bin ich auch unglaublich stolz. Sie haben das ja vielleicht auch gesehen, vielleicht noch als Zusatz, jetzt hier auch mit den ganzen ausländischen Gästen. Das hatten wir noch nie. Es war eine unglaublich tolle Stimmung. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schön und auch wichtig ist, dass wir in eine europäische Familie jetzt einbiegen und da zusammen mit denen gegen die Altparteien im Europaparlament auch mittun. Das ist ganz wichtig. Ja, es ist auf jeden Fall angekommen, dass wir gut vernetzt sind, sowohl durch unsere Gäste heute als auch durch den Antrag Beitritt zur ID. Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil man hat gemerkt, das ist eine Herzensangelegenheit für Sie. Sie waren ja auch am Saalmikrofon als Fürsprecherin. Ich wollte nochmal nachhaken, wieso ist dieser Beitritt so wichtig gewesen, Ihrer Meinung nach? Und was ist der Mehrwert für die AfD daraus? Der Mehrwert ist, dass wir nicht mehr allein unsere Meinung artikulieren müssen, sondern in einer Familie von großen ausländischen Partnern jetzt auch eingeebnet sind. Unsere Partner vertreten die Auffassung, die wir auch programmatisch festgelegt haben, ein Europa der Vaterländer mit zu proklamieren. Das ist das eine. Das andere ist, die Kompetenzen aus der EU unbedingt zurückzubauen, hin zurückzuverlagern in die nationalen Parlamente, wo auch die gewählten Vertreter sitzen. Es kann nicht sein, dass die EU über 90% der Gesetzgebungsverfahren anstößt und dass das auf die nationale Ebene durchsackt, so wie wir das jetzt auch seit Jahrzehnten sehen. Und wir wollen eben zusammen mit den anderen Parteien diese Kompetenzrückverlagerung innerhalb der EU. Wir wollen ein Europa der Vaterländer haben und nicht so ein schwebendes UFO, was sich über die Menschen hinwegsetzt und über die gewählten Parlamente. Könnten Sie noch mal kurz umreißen, mit wem wir da beispielsweise dann in Zukunft zusammenarbeiten werden? Ja, sehr gerne. Das sind vor allen Dingen zwei Regierungsparteien. Das ist die FPÖ in Österreich. Herr Kickl hat wirklich die einmalige Möglichkeit, wieder in die Regierung einzuziehen. Und natürlich auf französischer Seite den Rassemblement National. Auch hier haben wir mit Marine Le Pen auch eine Präsidentschaftsbewerberin, die jetzt natürlich auch sehr, sehr gute Chancen hat, es endlich zu packen. Und da wünschen wir ihr alles, alles Gute und drücken ganz fest die Daumen. Denken Sie, das Zeichen ist angekommen, dass wir ja auf europäischer Ebene nicht allein dastehen? Ja, das hoffe ich, dass das angekommen ist. Ich habe das gespürt hier, dass auch unsere Delegierten gesehen haben. So, also
Das sind unsere ausländischen Freunde, die das gleiche Ziel, die gleiche Vision von Europa haben. Und wir stehen nicht mehr allein da, sondern haben die Partner fest an unserer Seite, die heute extra zu uns gekommen sind, um eben auch die Interessen auf europäischer Ebene angemessen und vor allen Dingen auch mit einem deutlich schwereren Gewicht, mit einer stärkeren Stimme zu artikulieren. Die AfD ist ja seit Beginn eine EU-kritische Partei, eigentlich auch die EU-kritischste, die wir hier in Deutschland haben. Und Sie sind ja bestimmt auch jetzt im Europawahlkampf dann immer mit vor der Partie und werden da tatkräftig unterstützen. Was würden Sie jemandem sagen, der Sie beispielsweise am Wahlkampfstand anspricht und sagt, ja, diese EU-kritische Haltung, wie geht das, also wie geht das überein mit dieser Listenaufstellungsversammlung an diesem Wochenende und dem Ziel der AfD, als starke Fraktion ins Europäische Parlament einzuziehen? Ist das nicht ein Widerspruch? Was würden Sie da sagen? Nein, überhaupt nicht, weil wir mit einer starken Liste nach Europa einziehen wollen, um Europa anders zu gestalten, und zwar mit deutlich weniger Kompetenzen. Und das müssen wir artikulieren können, und das geht eben nur in einer europäischen Partei und auch in einer europäischen Fraktion. Anders verhallt unsere Stimme, und darum brauchen wir die starken Partner. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt gewesen heute. Warum ist aus Ihrer Sicht die Europawahl 2024 so relevant für die AfD? Weil unsere Delegation gemessen an den heutigen Umfragen deutlich größer sein wird. Die wird mehr als doppelt so groß sein. Dementsprechend haben wir innerhalb der Fraktion mehr Verantwortung, weil wir mit einer deutlich höheren Schlagkraft dort auftreten werden, und das bringt Verantwortung mit uns. Ne? Wir haben derzeit 9 Abgeordnete, nach den Umfragen haben wir jetzt 20, 21 plus, und dementsprechend kommt als großer Delegation der AfD deutlich mehr Verantwortung in der Zukunft zu, und darum habe ich mir auch als Aufgabe als Bundessprecherin gemacht, das auch mit zu moderieren und eng zu begleiten. Wir haben ja gerade ein Umfragehoch für die AfD. Man kommt daran nicht vorbei. Manche sind schockiert, andere sind im Freudentaumel. Was wollen Sie machen? Also was ist Ihre Strategie, um auf dieser Welle weiterzureiten und die quasi mitzunehmen zur Europawahl? Dass das bis dahin quasi anhält. Also was ist Ihre Strategie, dass diese das Umfragehoch gerade keine Eintagsfliege bleibt, sondern bis zur Europawahl dass wir es aufrechterhalten können? Weiter mit der Politik zu machen, die wir machen. Konzentriert an unserem Programm weiterarbeiten und das zu vertreten, so wie wir das natürlich auch als Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag machen. Die Reden unserer Abgeordneten in sämtlichen Parlamenten, auch in den Landesparlamenten, die Abgeordneten überall machen ja eine hervorragende Arbeit und sind die Stimmen unserer Programmatik, auch die Stimme der Menschen, die sich eine Alternative wünschen. Und daran einfach konzentriert, wissen Sie, geradeaus durch, sage ich immer, da gibt's überhaupt gar kein Gewackel. Wir müssen jetzt geradeaus durchgehen, und dann wird uns das auch zum Erfolg führen. Bevor Sie jetzt quasi gleich aus Ihrem Interview-Marathon entlassen sind, so wie Sie schon fleißig Interviews gegeben haben, steht Herr Sesselmann, unser erster Landrat, seit Stunden fleißig draußen und unterschreibt seine Wahlplakate und gibt Widmungen. Haben Sie dann auch schon eins abgestaubt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute noch gar keine Zeit, um rauszugehen. Es ist wunderbar, dass Sie mir sagen, dass er da ist. Ich sehe ihn gerade tatsächlich, und ich werde jetzt gleich einfach mal zu ihm hingehen und mir da auch so ein Autogramm von ihm abholen. Weil ich bin unglaublich stolz auf ihn, dass er das so geschafft hat. Natürlich auch auf den Hannes Loth, und das ist ein tolles Signal. Danke für den Hinweis. Ich hatte bisher gar keine Zeit, heute überhaupt das Gebäude zu verlassen. Das ist völlig, völlig verrückt. Bitte gerne, ja. Naja, wir haben schon gesehen, also wirklich seit Stunden reißt es nicht ab, und Sie zählen dann auch bald mit zu den Sesselmann-Ultras. Super, okay. Dankeschön. Dankeschön. Alles Weide. Danke, danke, Frau Lehmann, danke.